Testosteron. Wo ist denn Nee, hier ist ja noch mal ein bisschen Fett. Antibiotika hast du mir nicht gegeben. Vitamine habe ich dir gegeben. Ah, ja. Da musst du doch rein. Das Blaue ist das dann, nicht das Grüne. Komm, wir haben drin... Kann das überhaupt nicht einnehmen, Testosteron? Warum nicht? Komm jetzt, drin ist Antibiotika. Komm jetzt. Ich humpel. Du humpelst. Wer hat dir auch gesagt, dass du draußen im Dunkeln spielen sollst? Mal ganz ehrlich. Ja, aber... Grit, du hast wieder nicht auf Manu aufgepasst. Ja, so schnell kann man gar nicht gucken, wenn es wäscht. Jetzt sag früher, aber ne? Aber ich hab extra für die Mäulerchen gemacht. Aber guck mal, da ist doch kein Zombie hier. Wo sind die denn? Geh jetzt ins Bad und verarzte dich. Ein Tierfett? Ja, ab jetzt. Oh nee, oh Gott, nee, ich bin so dämlich. Ich muss mal was essen. Haben wir was Leckeres? Ja, guck ins Feuer. Und ich glaube, unter dem Feuer müsste auch noch was drin sein, Mama. Was weg? So. Also, ich habe meine Arbeit für heute verrichtet. Fertig. Was? Du hast heute... Ja. ...deine Arbeit verrichtet. Ja, okay. So weit, so gut. Ich gehe dann gleich mal nach Katerli gucken. Mhm. Für ein paar Sekündchen bin ich dann nicht ja. da. Ja. Und in ungefähr einer Minute kannst du mal ins Motorrad schauen. In die Werkbank schauen. Alles klar. Scheiße. Entschuldigung, nein. Reifenkleister. So. Ja. So. Ins Motorrad schauen kannst du auch, genau. In Ordnung ist das halbe. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Rap-Kätzchen. Meine Schaufel ist hinüber und... Ja, meine war auch. Oh. Oh, alle hier Charakter los. Genau. So sieht's aus. Na, also du kannst. Nein. Nein. So, das kommt noch mit bei Moni rein. Koko, wo sind sie denn alle? Zombies, hallo, kuscheln. Tom? Keiner da. Oh, so. Wollte doch mit einem kuscheln. Das ist natürlich bedauernd. Dann kann ich dann auch gleich noch die Pfeile anstellen für die Manu. Ja. Wo hatte ich die denn jetzt hingeschafft? Die Pfeilspitzen. Ich glaube, die sind noch in der Schmiede, ne? Ja. Ich habe hier auf jeden Fall auch noch 16 Pfeilspitzen aus Stahl. Ja, Stahl aus Eisen brauche ich. Aus Eisen. Gibt es nicht so einen Lockstock? Also, haben wir nur noch 250 Federn? Sieht so aus. Ich hab 35. Ja, das reicht Federn. Genau. Ich habe 250 Pfeilspitzen, 250 Federn, kann ich 250 Pfeile machen. Ist mal echt, wir müssen mal ins Schneegebiet oder sowas. Ja, oder das mal so eine Tour machen cool, ne? Und ein paar Dinge sammeln, ne? So, jetzt aber. Waffenteile. Das. Ja. So. Das. Mir geht's ja ausnahmsweise mal ganz gut. Mein Mädchen weint nicht, dass sie Hunger hat. Was ist denn kein da? Hunger heute. Kein Hunger. Oh. Sehr schön. So, naja, gut, hier ist. Also, gut. Ja. Mitternacht. Nee, Nacht. Hm. Das kommt. Ich bin mal ganz kurz. Ja. Ja, bis gleich. Okay. Nice. Waffenteile. Dieser Eisenschlagring, den mache ich bei Werkzeuge mit rein, ne? Gehört zwar nicht dahin, aber. Ja. Der ist sowieso irgendwie. Wüsste ich jetzt nicht, wo sonst. Nicht. Irgendwie ist das Ding. Jetzt habe ich das Gammel-Sandwich da rein. Was ist das denn hier eigentlich? So. Blindes Huhn. Blindes Huhn, Korn trinken. Ah ja, ein Korn trinken, ja. Ja, mal eine Maßnahme, oder? Ja. Wenn wir nee. So, ja, genau, das ist Speermeister. Und das hier überhaupt? Was war das? Schrotflintenpenner.
Sexueller Tyrannosaurus. Möchte ich wissen, was du... Ich bilde mich. Ach so, naja, so nennt man das. Das stimmt. Ich stelle mal an, verschlage deinen Opfern. Hackesel. Da könnte ich auch noch mal ein paar reinmachen. Ja, naja, naja. So, bin ich alles los? Ich glaube schon. Der Rest ist Küche. Das sind Samen, ne? Die... 400, 200. Hier zu viel Ach, Munition in der Tasche. Kann man da nicht genug haben, oder? Ja, ich hab. Oh, Greta hat aber richtig zugeschlagen. Alter Schwede. Wo denn? Ich habe Gewehrmunition 300, 600, 900 Stück. Ui, das ist. Das sollte reichen, ne? Wow. Das ist krass. So. Rapkits 1, 2, 3 nehme ich mir mal raus. Aber das mit diesem Durchgang hier ist besser, ne? Ja, viel besser. Wie gesagt, ich bin immer auf dem Klo gelandet, immer. Ja, ja, deswegen. Und wenn ich mich rein raus oder raus, immer irgendwie stand ich auf dem Klo. Wo ist denn das Klo? Gibt's das noch? Ja, da hat auch sogar noch eine Tür. Der Locus. Ah, guck mal hier, Klo. Ja. Ja, ja. So, Aloe-Samen. Und der Waschbecken sind die leeren Gläser. Zack. Ja, Wasser müssen wir demnächst auch mal wieder ein bisschen, obwohl über dem Kühlschrank ist trinken. Ach nee, wir haben genug. Ja, es ist eigentlich viel da, ne? Ich habe eben ja, auch. Ja. Ja, ja. So. So, dann werde ich mal mein Schäufelchen reparieren. Ja, habe ich auch eben gemacht. Die anderen Sachen will ich noch nicht. Weißt du, die sind so halb runter oder so. Aber dafür jetzt das Kit zu verbrauchen, finde ich doof. Ich weiß nicht. Also ob du es jetzt brauchst oder wenn... Ja, man kann ja noch ein bisschen... Na... Ja, und das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Na doch, na doch. Lieber Friedhelm, schlaf gut. Ja, bis morgen auf dem Feld. Morgen auf dem Feld? Ach, wir müssen schon wieder ackern. Ja. Müssen wir ackern. Müssen wir ackern. Und wir haben jetzt... Manu, du verdrängst deine Kartoffeln. Ja. Ja, ja. Wir haben jetzt, komm mal mit. Wo bist du denn? Du warst ja letztes Mal nicht da, ne? Wir haben ja diesen Durchgang da hinten zugemacht. Ja. Der ist jetzt nur noch hier erreichbar und hier ist jetzt... Oh, guck mal. Zementmischer, Werkbank und... Super. Und die Labor. Chemie-Dings. Ja, genau. Ich bin wieder da. Ja, cool. Wir kommen zurück. Ja, da haben wir jetzt das Labor reingemacht. So, ne? Ja, das finde ich super. Passt doch gut. Also Grit hat das gemacht, ganz toll. Was mich echt wundert, hier stehen eigentlich noch gar nicht Millionen Zimmerpflanzen. Was ist los mit dir? Ist es schlecht? Wo sind die eigentlich? Wo sind die eigentlich? Bei Teile, ne? Da, 28 Stück. Bei Nutzdose? Nein. Hallo? Die Kiste mit den Gute Nacht, Dani, schlaf gut. Und Friedhelm, der hört zwar nicht mehr, aber gute Nacht. Fried. Ja, Dani, schlaf gut. Ja, bis dann, Dani. Mein Nebenberuf verlangt, ich weiß Feuer, nicht, ob ich das wissen möchte. Feuerwehr doch, oder? War das nicht so? Ein Pflänzchen. Wir haben immer noch keine Azaleenbüsche. Kann man die eigentlich auch innen aufstellen? Ich weiß es gar nicht. Nee, innen glaube ich nicht. Nur draußen, ne? Nee, ich glaube, die kann man nur draußen setzen. Boah, ja. Wir können diese hässliche Küche auch. Wir müssen unbedingt mal so ein Kürbis-Gesicht machen. Haben wir noch nicht. Feuerwehr. Leider, ja, leider noch nicht. Kopffeuerwehr. Ich bin am 23 Lenz. Uhr. Sag mal, wie stellst du die denn? Das ist ja Terrorismus, ey. Also Dekopreis gewinnt lange den Sommer auch nicht. Lass mich! Hier, die drei hier, was ist das denn hier? Wie stehen die denn da? Oh Mann, mon Dieu, ey. Oh, was ist das denn hier? Ein halber Tisch oder was? Das ist dein Alter, Ernst? Tisch? Wir haben einen halben Tisch. Ja, hier, so ein kleines Dingelchen.
Beringer, ja. Ja, sie pflastert eigentlich. Deswegen, ich war sehr überrascht, sonst pflastert sie alles zu im Zimmer. Aber diese drei da, ne? Hier diese drei, die stören. Also die können hier nicht stehen. Die kommen ins Schlafzimmer, oder? Da bin ich schon. Ich habe noch 10 Stück. Jetzt guck doch mal, diese drei hier, die sind doch. Ja. Also nee. Also ja. Die sind wunderschön. Nein, die sind kacke hier. Guck doch mal hier. Die sind mitten auf der Laufstraße. Mitten dann nimm die doch weg. Ist natürlich nicht so gut. Ja, vielleicht kann man die ja irgendwo hinstellen. Warte mal, wo die sich so auffallen lassen. So. Nein. Job doscht. Kann man das da reinstellen? B nutzen. So. Fuck. Gib mir mal die anderen beiden. Oder stell sie da hin. Also ich habe oben auch dekoriert, ne? Sehr schön. Merkst du das? Guck mal, merkst du es? Die Luft, ach, im Keller. Ja, im Keller könnte man ja auch welche hinstellen. Merkst du es? Die Luft wird direkt so. Zimmerpflanzen sind gut für die Luft. Hurra. Ehrlich. Wie tief willst du denn, Grit? Das weiß ich noch nicht. Noch ein Stück runter, glaube ich. Was ist denn hier los überhaupt? Ist noch das schlimm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen... Grabe ruhig. Mann, es ist Nacht. Es ist trotzdem keiner hier. Hallo. Hallo. Dein Leben ist schon arg grausam, oder? Muss ich jetzt hier eine Fackel schwenken, damit mich jemand sieht? Ich mach ja schon Krach. Haben wir ja, die Schmelze doch, anmachen. Ist die Schmelze? Wir haben doch ganz viele Geräte. Sollen wir die nicht alle mal an? Ja, ich schmeiß mal die Schmelze an, Mann. Ja. Das lockt ja eigentlich. Extra für dich. Vielleicht rührt's ja ordentlich und dann hier. Ja. Einschalten. Ja, ich sollte Kaffee nehmen. Ach, ich habe aber schon. Bis er das geschrieben hatte, hatte ich schon. Fenri hat ein bisschen Lag. Ich creme mich auch mit irgendwas ein, dass sie mich wittern. Hallo. Pestoste. Tierfett war doch da. Ich hatte doch extra für dich. Hier gleich Tierfett. Mit dem Tierfett. Sind wir durch. Also, ja. Ich hatte dir doch extra so schön Tierfett gemacht. Naja, ich weiß. Meine Wunden. Schmier doch mal Fett in die Wunde. Der andere nimmt Salz. Gut. Aber siehst du, ich wollte ja einmal mal hier. Die Tetanus-Spritze sind gar nicht bekommen. Wo war denn das? Hier. Hallo. Was ist denn das für eine Apokalypse? Mann. Hallo. Keiner da, Manu, gell? Okay. Oh. Was ist denn los mit denen? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt stehe ich hier an der Kiste und habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich holen wollte. Was war es denn? Ah, ich habe es gefunden. Die Zombies schwächeln. Das ist sehr bedauerlich. Ja. Auf den Zombies ist auch kein Verlass mehr. Da steht man mitten auf der Straße und es kommt keiner. Noch nicht mal ein Huhn. Ach hier, ich mache jetzt noch die Chemiestation an, dann gibt's bestimmt gleich. Ja, wir brauchen so ein Atomkraftwerk. Cola für Manu. Oh ja. Und Kaffee für Andrina und Josie stellt Kaffee in den ganzen Chat. Und liebe Sabinchen. Und wünsche dir auch eine gute Nacht. Und Tee für Grit, das habe ich ganz übersehen. Genau. Dankeschön für den Tee. Philipp, vielen Dank. Ja, habe ich jetzt angemacht? Nee, jetzt. Ja, dann müsste es eigentlich jetzt ordentlich. Ordentlich und hoch. Ja. Manu, vielleicht Zombies, passiert ja was. Das ist, ich weiß nicht, was mit dem Zombies ist. Wollen dich nicht, die haben Angst heute vor dir. Ich bin sehr betrübt. Oh, Jerry Hase, danke schön. Nochmal 100 Bits, danke schön. Das ist aber sehr lieb von dir. Mann, sie haben heute Angst. Also nicht erschrecken. Ich klopf dir mal ein bisschen unter den Füßen. Weil wir wollen ja nach unten, ne? Ja, ich dachte, ich gehe ein bisschen schräger, aber wenn du das... Kannst du auch. Wir brauchen ja ein bisschen Luft zum Atmen. Das ist ja, schon... Ja. Yeah, warte mal. Hier kann ich schon mal ein Treppchen... Möchtest du auch klopfen? Ups, nein. Das ist ein Bär. Manu! Manu! Oh, Bär! Was machst du?
Er ist wahrscheinlich tot. Ich habe nur 9 mm und eine Einer. Oh, oh, mir geht's nicht gut. Ich habe eine Gehirn. Ich komm. Power. Und jetzt bin ich tot gleich. Also, Mann. Na, okay, jetzt ist er tot. Aber ich finde dich nicht. 60 Meter. Ich, wo läufst du denn hin? Ja, wo laufen sie denn? Ja, aber ehrlich. Vielleicht muss man eine Pille nehmen. Ja, jetzt aber ganz schnell. So. Ich habe keinen Schimmer, wo sie hingelaufen ist. Absolut. Guck, hier habe ich jetzt die Pilzchen hin. So. Ich hab dich, ich hab ein 5er Messer. Ah. Hast du zufällig ein Antibiotika? Ja, glaube ich. Die grünen, ne? Oder die blauen? Der blau, der hat mich gebissen. Oh, oh, der böse Pfeil. Warte. Antibiotika. Und ja, und das. Testosteron auch? Ja. Testosteron. Wo ist denn nee, das ist ja noch mal ein bisschen fett. Antibiotika hast du mir nicht gegeben. Vitamine habe ich dir gegeben. Ah, ja. Da musst du doch rein. Das Blaue ist das dann, nicht das Grüne. Komm, wir haben drinnen... Ich kann das überhaupt nicht einnehmen, Testosteron. Warum nicht? Komm jetzt, drinnen ist Antibiotika. Komm jetzt. Ich humpel. Du humpelst. Wer hat dir auch gesagt, dass du draußen im Dunkeln spielen sollst? Mal ganz ehrlich. Ja, aber... Grit, du hast wieder nicht auf Manu aufgepasst. Ja, so schnell kann man gar nicht gucken, wenn es wäscht. Jetzt sag früher, ne? Ich hab extra aber für die Feuerchen gemacht. Aber guck mal, es ist doch kein Zombie hier. Wo sind die denn? Geh jetzt ins Bad und verarzte dich. Ein Tierbett? Ja, ab jetzt. Herrgott. Wo ist Bad? Nein. Warte, jetzt finde ich das Klo nicht mehr. Jetzt bin ich in meinem Klo gelandet. Da lässt man die dann einmal allein, die Frau. Und so. Also, jetzt schmeiß mal erstmal hier so ein... Muss ich jetzt, ich habe 0,5. Reicht ein Honig oder muss ich das? Honig, so Honig. Meine okay, dann nehme ich das hier einmal. Ja, aber, ja, aber. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Genau. Also das Testosteron kann man nicht einnehmen. Muss man sich das spritzen? Das Testosteron ist für Zigarre. Zigarre? Ja. Oh, ich hab ach so, gedacht, siehst du, ich wollte ja mal gucken. Wir können ja einmal mal ganz kurz gucken gehen wegen den Büchern. Steroide. Steroide. Oh, ich bin jetzt auf den Fuß geklopft. Nein, nein, nein. Sehen. Ach so, was hab ich denn noch? Ich hab Stahlkappenschuhe. Ah, jetzt. Was ist das hier? So. Bauplan Lautsprecher. Wer will den? Nein. Verstauchter Arm. Technik-Freak mach ich, ne? Nee, ja. Doch, Robotik-Geschützturm. Machen Grit und ich, ne? Ja, können wir machen, ja. So, dann haben wir noch einen Bauplan Robotik-Drohne. Das hat gerade gemacht, Mann. Oh, du, was? Nee, du solltest aber noch warten. Deine Gesundheit sieht echt mies aus. Ja, stimmt. Warte mal, ich muss mal ein Verbändchen hier. Ja, nimm so mal ein Verbändchen. Also eben hat es gemacht. So. Oha. Humpel, top. Aber ich würde sagen, so in der Tiefe reicht, oder? Guck mal, dann kannst du mal schauen. Klammermott, ich glaube schon. Guten Tag. Hallo? Hast du jemanden gesehen, Mann? Nein. Nein? Keiner da. Was hab ich denn da gerade gehört? Karton. Leere Karton. Ja! Nee, ist das. Ach, das bist du. Uiuiuiui. Fahrrad leer nicht mal. Ja. Keiner da. Aber echt, hier ist was. So, von dem Rest kann ich nichts mehr lernen, was jetzt hier ist. Da sind jetzt noch Bücher, die ich noch nicht gelernt habe, aber ich denke, dass das Grit lernen sollte. Ich kann ja mal reingucken. Bauplan, Robotik, Drohnen, Frachtmod. Ja, die können wir ja mal bauen. Ne? Das ja, dann kannst du die doch lernen. Du hast auch die Robotik-Drohne. Genau. Ja, dann lernst du die. Ja, das hier machst du mal voll machen. Ach, nee, ist voll. Das gibt's echt nicht. Die Robotikdrohne ist aber auch noch offen, ne? Ja, aber. Wo war denn der Koffer? Da.
Und wer den war Truck. Bart ich lerne den Tür Truck und die Robotikdrohne. Ja? Wer hat die Tür aufgelassen? Bart. Was? Welche Tür? Glaube. Gute Nacht, Josie. Ist das hier? Gute Nacht, Josie. Schlaf gut. Was ist denn hier drin? Ich habe Nein. Nicht ohne abzusprechen. Ich wusste ja, dass die anderen. Ich habe jetzt nur die genommen, wo zwei waren. Ich habe die genommen, wo zwei waren. Nee, Rebecca, wir haben das schon abgesprochen. Ja, auf jeden Fall. Da, wo zwei waren, da konnte ich jetzt lernen. Und ich habe jetzt diese Koffermod gelernt und mal schauen, vielleicht kann ich die gerade bauen, wenn die Werkbank frei ist. Nee, doch, ist frei. Wie heißt die denn? Es ist einfach kein. Wo ist sie denn? Ich gucke mal. Ich muss mal. Ja, und wenn wir den nächsten Stahl haben, können wir dann die nächste Drohne bauen. Ich suche Zombies. Guck mal, Manu, ja. Wenn du jetzt hier in diese Richtung gehst, ja. Da war ja die Villa. Ja. Dahinter sind Häuser. Ja. Da können wir jetzt noch bis morgen, könnt ihr da ja mal gucken gehen. Zombies. Ich hab's schon wieder vergessen, was ich brauche. Wir können ja auch gucken, wo ein Krankenhaus ist. Ja, also hier bei uns in der Nähe, ich müsste vielleicht in die große Stadt mal gucken. Also wir wohnen einfach am falschen Ort, ne? Nein, wir wohnen genau zwischen den Städten. Ja, aber so weit weg von einem Krankenhaus. Da kommt die Villa Bill wollen wir nicht. Da waren wir doch gerade. Ja, da waren wir ja. Ja, dann gehen wir mal in die Häuser dahinter. Da war ja was. Ohne Fahrrad. Aber vielleicht würde ich vorher mal in die Bergbank gucken, Andrina. Ja. Also muss man noch mal zurück. Okay. Wo ist zu Hause da? Ja. Bergbank guckt, aber da habe ich doch gerade reingeguckt. Da habe ich doch ein 150er Stack Munition rausgenommen. Ich bin auf 3 Minuten. Und du hast nicht gesehen, was da noch drin liegt? Ich glaube, ich war blind. Ich glaube, wir fahren das, weil ich bin noch 3 Minuten, habe ich ihn hingefuchst. Na gut. Mit den neuen Motorrädern eine Rundfahrt machen. Also, Fendry hat das gesehen, ich nicht. Ich bin Blindfisch. Es tut mir leid, Grit! Macht nichts. Kein Problem. Nein. Kannst du direkt umfärben auf? Links also. Oder rechts? Links oder rechts? Du hast die Qual der Wahl. Nimm die rechte. Oh, nimm die rechte. Jetzt macht der Kater schon wieder Krach. Das geht mir doch auf die Nerven. Ich habe ein rotes! Ja! Ja! Das ist gefärbt. Ah, das ist ja cool. Ich habe ein rotes, glaube ich. Ey, komm mal raus da! Sind die nicht alle Standard-Weiß? Dein Motorrad steckt in der Hauswand. Nein, jetzt nicht mehr. Nein, es ist weiß. Aber ein rotes wäre cool, oder? Aber das Rot, das ist so Gammelrot. Leider. Ja, rote Farbe. Manu, komm mal her. Kannst du jetzt da rein? Wo rein? In mein Motorrad. Kannst du da jetzt rein? Oh. Nee, das verriegelt. Warte. An meins kannst du aber, ne? Kannst du jetzt rein? Ja. Okay. Ist das deins? Das ist meins. Nee, die Schamott. Dankeschön, Grün, Dankeschön. Grün, Dankeschön. Die haut einfach ab. Dankeschön. Bitte schön. Oh. Ist jetzt rot? Ja. Jetzt ist es rot. Guck. Oh ja. Ja, bei dem Motorrad sieht das besser aus, bei dem Fahrrad. Bei dem Fahrrad war das nicht so, ja, aber obwohl das rote Fahrrad, guck mal, das rote Fahrrad sieht so schlecht auch nicht aus. Wo ist denn deine Drohne? Meine Drohne ist hinter mir. Ihr kriegt jetzt noch ein Handtäschchen. Ja, wo ist sie denn? Handtäschchen. Nee, kann ich nicht, ich muss sie dir mal geben. Okay, mach ich gleich, warte. So. Ich werf die mal raus. Ja. Weil ich kann ihr die leider nicht reintun. Pony! Ja, guck mal, welche Farbe mein Motorrad hat. Also, ich muss da rein. Wo muss ich das reintun? Manu, willst du eine Farbe haben? Nee, ich tatsächlich finde das Weiß richtig schick. Dann gucke ich mal, ob ich noch was für mich finde. Ah,
Modifikation? Genau. Oh, guck mal. Jetzt hat sie was zwischen den Beinen hängen. Ja. Hä? Aber es ist genauso groß wie vorher, oder? Nee, eine Reihe mehr, oder? Zwei hatte Reihen. Die vorher zwei Reihen oder zwei eine? Reihen. Zwei. Jetzt hat sie drei? Ja. Jetzt hat sie drei. Aber ich sehe das gar nicht, dass sie was... Also, warte mal. Sieht man das? Dass sie ja, was... sie hat das Schwein, dass dieses Kästchen zwischen den Beinen hängt. Ey! Ziel nicht auf meine Droni. Sie trägt eine Handtasche. Nicht zwischen den Beinen. Doch, doch, gucke. Ja. Manu, welches ist denn jetzt dein Motorrad? Das hier. Okay.